Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung des Gesetzentwurfs. Könnt ihr mal ein bisschen ruhig sein? Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes zusammen mit Tagesordnungspunkt 12. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes. Dazu rufen wir zwei Änderungsanträge auf, einen der Fraktion der Freien Demokraten mit der Drucksache 20-1686 und einen der Fraktion Die Linken mit der Drucksache 20-1687. Für die Berichterstattung bitte ich jetzt Herrn Martin für beide Gesetze nach vorne. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich darf berichten aus dem Ausschuss für Soziales und Integration. Der Ausschuss empfiehlt zum Tagesordnungspunkt 9, Gesetz der Freien Demokraten, Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes, dem Plenum den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, gegen die Stimme von Freien Demokraten bei Stimmenthaltung der AfD. Zum zweiten Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes, Gesetz der Landesregierung 20-1083, empfiehlt der Ausschuss für Soziales und Integration dem Plenum den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 20-1602 und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen, mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD und AfD gegen die Stimmen der Freien Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank für die Berichterstattung, Herr Abg. Martin. Und als Erstes hat sich der Abg. Dr. Naas von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Landesregierung ist angetreten, das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einzulösen, 4 verkaufsoffene Sonntage rechtssicher zu ermöglichen. Und ich muss feststellen, Sie sind damit krachend gescheitert. Über 100 Bürgermeister, das hören Sie nicht gern, Herr Boddenberg, 100 Bürgermeister haben sich gegen Ihren Gesetzentwurf ausgesprochen, viele CDU-Bürgermeister aus Sorge um ihre Innenstädte. Der offene Brief des Industrie- und Handelskammertages, des Hessischen Handwerkstages, der VHU, des Handelsverbandes Hessen, der Bundesvereinigung der City- und Stadtmarketing-Experten, eine Ohrfeige für Sie. Und die Anhörung hat gezeigt, nicht nur Handel und Wirtschaft sind gegen Ihren Entwurf, auch der Hessische Städte- und Gemeindebund und der Hessische Städtetag, die kommunalen Spitzenverbände. Das ist die Praxis, Herr Minister. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jeden Tag, vor allem sonntags, wächst der Onlinehandel im Internet. 28% sind es im Moment schon bei Textilien. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wir hätten noch Glasfaseranschluss in Hessen, Frau Ministerin, nicht auszudenken. Unsere Städte veröden, und wir haben dem wenig entgegenzusetzen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Anlassbezug endlich fällt. Aber die Hessische Landesregierung hält eisern am Anlassbezug fest. Wir halten das für einen Fehler, und deshalb haben wir bereits vor der Landesregierung ein Gesetzentwurf vorgelegt, der auf den Anlassbezug verzichtet und der das öffentliche Interesse zur ausnahmsweisen Sonntagsöffnung in den Mittelpunkt stellt. Kollege Schelske vom HSGB hat es gesagt, es geht nicht um höheren Umsatz, sondern es geht darum, auf die Stadt, die Innenstädte aufmerksam zu machen, die Innenstädte in den Mittelpunkt zu stellen, um die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls in einer Stadt. Und, lieber Herr Klose, das sollten Sie eigentlich sich mal fragen, was nützen denn alle Ihre tollen Landesprogramme wie Ab in die Mitte, aktive Kernbereiche, wenn Sie ständig die Umsetzung eines Innenstadtkonzeptes mit verkaufsoffenen Sonntagen mit Ihrem Gesetz unmöglich machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der Frage der Ladenöffnung gibt es nicht zwei gleich starke Seiten, die sich gegenüberstehen, sondern es gibt eine große Mehrheit, nämlich die Bürgerinnen und Bürger, die zumindest an 4 Sonntagen
besser gesagt Sonntagnachmittagen im Jahr einkaufen möchten, und zwar ohne vorher einen Besuch der Caravan-Woche zu absolvieren, einen Kartoffelsalat auf dem Kartoffelfest essen zu müssen oder weiter an den Gewinn des DFB-Pokals durch die Eintracht zu glauben, weil das kann vielleicht auch noch einmal etwas länger dauern, bis so ein Ereignis, lieber Kollege Boddenberg, wieder stattfindet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kennen die verfassungsrechtlichen Vorgaben, und wir haben uns daran gehalten. Sonntags ist der Laden zu, das ist die Regel, nur an 4 Sonntagen ab 13 Uhr, das sind weniger als 10% der Sonntage und begrenzt auf 6 Stunden, das sind 24 Stunden im Jahr, kann geöffnet werden, das ist die Ausnahme. Und das alte Bundesladenschlussgesetz, lieber Kollege Boddenberg, hat ja auch 4 Sonntage ohne Anlassbezug schon zugelassen. Übrigens unter dem gleichen Grundgesetz und der gleichen hessischen Verfassung wie heute, sollten Sie sich vielleicht auch einmal in Erinnerung rufen. Und das Bundesverfassungsgericht, Kollege Müller, das Sie immer so gern zitieren, ja, das haben wir doch alles bei der Anhörung erfahren. Sie sind ja auch, Herr Frömmrich, belehrt worden vom Professor Dietlein. Auch das Bundesverfassungsgericht hat 8 Sonntage mit niedrigen Rechtfertigungsansprüchen zugelassen. Meine Damen und Herren, die Anhörung hat gezeigt, auch die Kirche kann mit 4 Sonntagen leben. Selbst das katholische Polen hat an 7 Sonntagen im Jahr auf. Und auch der Gewerkschaftsvertreter des BGB, Kollegen von der LINKEN, hat gesagt, bei 4 verkaufsoffenen Sonntagen droht uns nicht der Weltuntergang. Und in der Gastronomie übrigens, in der Gastronomie wird sonntags immer gearbeitet, denn das Bier, das der Pfarrer nach dem Gottesdienst trinken will, das muss nämlich auch jemand auf den Tresen stellen. Einzig DIE LINKE will ja zurück in die Vergangenheit und orientiert sich jetzt an den Öffnungszeiten der HO-Läden in der DDR. Ich kann Ihnen sagen, wir lehnen Ihren Änderungsantrag ab. 4 Sonntage im Jahr Öffnung aus öffentlichem Interesse. Da ist weder die Qualität der Sonntagsruhe noch die Arbeitnehmerrechte noch das Regelausnahmeprinzip tangiert. Und, Kollege Müller, auch die Verfassung wird nicht infrage gestellt. Und deswegen sind Totschlagargumente wie die Verfassungswidrigkeit hier auch völlig fehl am Platze. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht bei den beiden konkurrierenden Gesetzentwürfen nicht um die Frage, ob Sie hier auf 4 Sonntage abstellen oder auf mehr, sondern es geht nur um die Frage, ob Sie am Anlassbezug erweitert um das Anlassereignis festhalten oder ob Sie § 6 des Hessischen Ladenschlussgesetzes öffnen und damit ein öffentliches Interesse zulassen wollen. Und der Kollege Bellino hat es ja in seiner Heimatgemeinde Neuansbach versprochen. Er hat nämlich da versprochen, dass der Anlassbezug wegfällt. Aber er hat leider dann das genaue Gegenteil getan. Und der Professor Dietlein hat es Ihnen ja auch in der Anhörung vor Augen geführt. Sie haben sogar die Anforderungen mit dem Regierungsentwurf noch verschärft gegenüber der bisherigen Regelung. Dutzende erfolgreiche Klagen gegen die Sonntagsöffnung zeigen, wir müssen raus aus der Kasuistik der alten Rechtsprechung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen, die Rechtsprechung des VGH ist nicht in Stein gemeißelt. Sie haben jetzt durch einen Änderungsantrag am eigenen Regierungsentwurf versucht, das Gesetz noch auf den letzten Drücker zu retten. Bei der Erwartungsprognose und am zeitlichen und räumlichen Bezug zum Anlassereignis soll es Erleichterungen geben. Atypische Fallgestaltungen sollen möglich sein. Ich sage Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Pflaster auf einem Holzbein. Schauen Sie sich einmal Niedersachsen und Berlin an. Die machen es Ihnen vor. Da brauchen wir nach Rheinland-Pfalz gar nicht zu gucken. Wir brauchen dringend eine Abkehr vom Anlassbezug. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will die Gelegenheit nutzen. Stimmen Sie dem Antrag, dem Gesetzentwurf der Freien Demokraten zu. Verkaufsoffene Sonntage sind ein wichtiger Beitrag zur Attraktivierung unserer Innenstädte
unsere Städte und Gemeinden, die Händler, die Gewerbevereine vor Ort, die vielen Ehrenamtlichen haben unsere Unterstützung verdient. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Schaus von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Ich kann auch jemand anders vorziehen. Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank. Ich war jetzt etwas überrascht, dass ich so früh drangekommen bin, weil es zwei Antragsteller gibt. Aber gut, sei es drum. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute neben dem FDP-Gesetzentwurf vor allem über einen von der Koalition kurzfristig in der letzten Ausschusssitzung gravierend veränderten Gesetzentwurf der Landesregierung. Die Veränderungen, die CDU und GRÜNE kurzfristig in die Ausschusssitzung einbrachten und die im § 6 nun vorgenommen werden sollen, konterkarieren den vorgelegten Entwurf der Landesregierung. Mit den scheinbar nur unwesentlichen Veränderungen wird die bisherige Diskussion zur Sonntagsöffnung quasi auf den Kopf gestellt. Dieser parlamentarischen Überfallaktion setzen wir unseren Änderungsantrag entgegen und fordern dort auch die Rücknahme der vorgenommenen Änderungen. Zum Vorgehen von CDU und GRÜNEN schreibt die aus Kirchen und Gewerkschaften bestehende Allianz für den Freien Sonntag, ich zitiere, beide Landtagsfraktionen scheinen durch eine relativ harmlos wirkende Korrektur ihres eigenen Ursprungstextes zur Novellierung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes zu versuchen, die durch die Rechtsprechung des Hessischen Verwaltungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts vorgegebene höhere Verbindlichkeit bei der Vergabe von Sondergenehmigungen für verkaufsoffene Sonntage überlisten zu wollen. Ich finde, überlisten ist hier genau der richtige Begriff für das Vorgehen der Koalitionsfraktion. Denn mit der beantragten Änderung werden die von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien für eine anlassbezogene Sonntagsöffnung, die ja letztendlich zu einer Rechtsklarheit führten, gezielt verwässert. Wie der juristische Berater der Allianz für den Freien Sonntag, Dr. Kühn, in einer ersten Stellungnahme darlegte. Durch die Einfügung des Wortes insbesondere in § 6 Absatz 1 werden die dadurch aufgeführten Kriterien oder danach aufgeführten Kriterien zu reinen Regelbeispielen herabgestuft. Ich zitiere aus der Stellungnahme. Dies bedeutet, dass nach der Änderung eine prägende Wirkung der Anlassveranstaltung zwar weiterhin anhand der Kriterien zeitlicher Bezug, räumlicher Bezug und Besucherverhältnisse festgelegt werden kann, die Feststellung der prägenden Wirkung aber auch anhand anderer Prüfungsmaßstäbe möglich ist. Damit würden die bisher beabsichtigten klaren gesetzlichen Voraussetzungen für Sonntagsöffnung wieder aufgeweicht und für andere Maßstäbe geöffnet. Vielleicht ist gerade dies beabsichtigt. Möglicherweise wurde hierzu insbesondere der genannte sprachliche Kniff verwendet. Doch niemand sollte sich dadurch auf eine falsche Fährte locken lassen. Denn die Herabstufung der Voraussetzung zu einem Regelbeispiel widerspreche der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts. So stellt Dr. Kühn fest. In einer aktuellen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, nämlich zu anlassbezogenen Sonntagsöffnungen vom 12. Dezember 2018, Aktenzeichen 8 CN1/17, heißt es in den Leitsätzen, Zitat, eine Sonntagsöffnung von Verkaufsstellen aus Anlass einer Veranstaltung genügt Artikel 40 Grundgesetz in der Fassung des Artikels 139 der Weimarer Reichsverfassung nur,
wenn die Veranstaltung das öffentliche Bild des Sonntages prägt und die Ladenöffnung sich als Annex deren Annex darstellt. Dies setzt notwendig und nicht nur im Regelfall voraus, dass die Veranstaltung für sich genommen prognostizierbar einen erheblichen Besucherstrom anzieht, der die bei einer alleinigen Ladenöffnung, so wie es die FDP zum Beispiel will, ohne die Veranstaltung zu erwartenden Besucherzahl übersteigt. Zitat Ende. Aus dem Einschub und nicht nur im Regelfall ergibt sich also, dass die mit der Änderung beabsichtigte Herabstufung zu einem reinen Regelbeispiel mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht in Einklang steht. Und von CDU und Bündnis 90 die Grünen, die von CDU und Bündnis 90 die Grünen im Nachgang zur Anhörung vom 17. Oktober 2019 im Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss vorgenommenen Änderungen werden die sich aus dem Grundgesetz ergebenden Anforderungen und die bereits bestehende Rechtssicherheit, die gibt es nämlich bei der Freigabe verkaufsoffener Sonntage, ohne Not wieder aufgeben. Sie wissen das auch, dass das so ist. In der Folge nämlich könnten die Städte und Gemeinden auch weiterhin nicht mit größerer Gewissheit auf die Rechtmäßigkeit ihrer Sondergenehmigung hoffen. Sie werden sehr bald erkennen, aus einem Mehr an Rechtssicherheit wurde durch das Wort insbesondere wieder zunehmend Rechtsunsicherheit. Die Anzahl der gerichtlichen Auseinandersetzungen wird also wieder ansteigen, und deshalb muss die Änderung rückgängig gemacht werden. Und deshalb brauchen wir auch erneute Beratung im SIA und eine dritte Lesung, die ich hiermit beantrage. Darüber hinaus verlangen wir in unserem Änderungsantrag auch, die bisherigen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag von 0 bis 24 Uhr einzuschränken. Die bisher gesetzlich erlaubten Öffnungszeiten für Verkaufsstellen fördern nicht, sondern sie hemmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die Einzelhandelsbeschäftigten. Das sind immerhin 240.000 in Hessen. Über 80% davon sind Frauen, auf denen die Hauptlast langer Öffnungszeiten liegt. Zunehmend sind sie nicht mehr in Vollzeit, sondern oft und unfreiwillig in Teilzeit mit ständig weiter verringerndem Arbeitsvolumen tätig. Das von Ihnen wie selbstverständlich geforderte Höchstmaß an Flexibilität beim Ansatz an Werktagen widerspricht der Ihnen gleichermaßen immer noch geschlechterspezifisch zugewiesenen Fürsorgepflicht für eine verantwortungsvolle Betreuung der Kinder. Die Verkäuferinnen geraten durch immer längere Öffnungszeiten in Bedrängnis. Ist das Geschäft beispielsweise von 7 bis 22 Uhr geöffnet, bedingt dies in der Frühschicht nicht selten ein Arbeitsbeginn schon um 5 oder 6 Uhr morgens und in der Spätschicht ein Arbeitsende erst um 22.30 Uhr oder 23 Uhr. Zu diesen frühen und späten Zeiten findet sich aber keine Kindertagesstätte zur Betreuung der Kinder. Die Folge ist häufig, dass Mütter in der Frühschicht ihre Kinder alleine zur Kindertagesstätte oder Schule gehen lassen müssen, und in der Spätschicht müssen sie ebenfalls alleine nach Hause finden und sich versorgen, bis die Mutter oder der Vater die Arbeit beendet hat. Hier müssen und hier können wir als Landesgesetzgeber handeln. Deshalb wollen wir die Ladenöffnungszeiten wie folgt neu festlegen: montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr und an Samstagen von 7 bis 16 Uhr. Ein Blick nach Bayern genügt, um festzustellen, dass solche Öffnungszeiten möglich sind und nicht zu Versorgungsproblemen führen. Darüber hinaus fordern wir auch die Einführung eines Verbots von Samstagsarbeit an mindestens 2 Samstagen pro Monat für die Beschäftigten im Einzelhandel. Die von uns vorgeschlagene neue Regelung des Absatzes 4 entspricht nahezu wörtlich dem § 12 Absatz 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes
vom 24. November 2006. Das war wohl eine CDU-Regierung damals in Thüringen, wenn ich mich recht erinnere, die das eingeführt hat. Diese Regelung wurde ausdrücklich im Übrigen, Herr Boddenberg, vom Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 14. Januar 2015 für verfassungsgemäß erklärt. Die wurde nämlich bestritten. Dort heißt es, ich zitiere, die Regelung des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes, nach der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen im Regelfall an mindestens zwei Samstagen im Monat nicht beschäftigt werden dürfen, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Eine Gesetzesgebungskompetenz des Landes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes. Denn Herr Abgeordneter Schaus, ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung wie der Vizepräsident Dr. Hahn. Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Lassen Sie mich das Zitat noch bitte zu Ende bringen. Diese Vorschrift ist auch materiell mit der Verfassung vereinbart, insbesondere der Eingriff der Berufsausübungsfreiheit der Beschwerdeführerin ist verhältnismäßig. Aus all diesen genannten Gründen fordern wir eine Veränderung des bestehenden Ladenöffnungsgesetzes und eine Konkretisierung auch hinsichtlich der Öffnungszeiten und der Samstags- und des Samstagsschutzes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schaus. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Lichert von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine Damen, meine Herren! Heute wollen wir einmal etwas demonstrieren, das auch anderen Fraktionen durchaus gut zu Gesicht stehen würde, nämlich, dass wir uns in unserer Haltung von den Stellungnahmen und Anhörungen zu den Gesetzentwürfen tatsächlich haben beeinflussen lassen. Das ist leider nicht bei allen Fraktionen der Fall. Um potenzielle Kritik vorab aufzugreifen, ja, dazu gehört auch, danke schön, dazu gehört auch, dass wir unsere Einschätzung im Verlauf der Beratungen verändert haben. Ich habe jetzt natürlich nicht vor, Ihnen die ganze Chronologie erneut zu referieren, aber das ist auch gar nicht nötig. Denn die entscheidende Gretchenfrage hat sich nämlich nicht verändert im Verlauf der Beratung. Es bleibt dabei Anlassbezug auf der einen versus öffentliches Interesse auf der anderen Seite. Kollege Naas hat das gerade ja noch einmal in seinem speziellen Modus referiert und deutlich gemacht. Daran und aus unserer Sicht allein daran hängt die dringend notwendige Erhöhung der Rechtssicherheit für den Einzelhandel und die Kommunen. Alle anderen Aspekte sind demgegenüber zweitrangig. Diese Frage ist im Kern natürlich eine juristische. Entsprechend großes Gewicht haben wir bei unserer Bewertung der Lage auf die beiden Stellungnahmen der Juraprofessoren Dietlein und Schwarz gelegt. Problem: Im Grunde widersprechen sich diese beiden Stellungnahmen, und wir Nichtjuristen sind so schlau als wie zuvor. Für unsere Entscheidung stellt sich daher die Frage, was denn nun der plausiblere Lösungsweg ist. Mehr von dem, was in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat, oder ein neuer Ansatz, der zumindest die Chance hat, unser aller Ziele zu verwirklichen. Dieser Ansatz führt eindeutig zu dem Ansatz der FDP, Sachgrund öffentliches Interesse. Und ein weiterer Grund führt uns zu dem gleichen Ergebnis. In mehreren Stellungnahmen wurde nämlich moniert, dass auch Stellungnahmen, die schon lange vor dem eigentlichen Gesetzgebungsverfahren übermittelt wurden, offensichtlich nicht berücksichtigt wurden seitens der Landesregierung. Das ist nur beileibe kein gutes Signal an die Verbände. Und gerade die Stellungnahmen, die sich gegen die einen Regierungsentwurf richten oder zumindest Einwände formulieren. Vielleicht sind ja genau das die wertvollen Beiträge der Verbände. Und insofern halten wir das Ignorieren für genau den falschen Weg. Anhörungen und die Einholung von Stellungnahmen dürfen nämlich nicht nur Alibi-Veranstaltungen sein. Und auch aus diesem Grunde unterstützen wir den Regierungsentwurf nicht aktiv. Wir werden uns dabei enthalten. Wohingegen der Entwurf bzw. auch der Änderungsantrag der FDP-Fraktion, der ja versucht, eben dieses Kernmotiv des öffentlichen Interesses gewissermaßen zu retten, der findet unsere Unterstützung. Ganz im Gegensatz zum Änderungsantrag der LINKEN. Wer hätte es gedacht? In der entscheidenden Frage bringt dieser Entwurf keinen Beitrag.
Sie wollen damit ganz andere Flanken aufreißen, haben Sie eben selbst geschildert. Das unterstützen wir an dieser Stelle nicht. Danke sehr. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Decker von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist bemerkenswert. Weihnachten steht vor der Tür. Immerhin haben wir kurz vor Ladenschluss ein neues Ladenöffnungsgesetz im Entwurf auf den Tisch. Ich will nicht sagen, dass es eine schöne Bescherung ist, aber wir sind einen Schritt weiter. Ich hätte nicht vermutet, dass wir es rechtzeitig noch schaffen. Immerhin sind wir soweit, meine Damen und Herren. Gerade just in time. Meine Damen und Herren, ich will an der Stelle gerne noch einmal das wiederholen, bleibt entspannt, es ist doch kurz vor Weihnachten. Ich will an der Stelle noch einmal deutlich das wiederholen, was wir in allen Debatten zuvor schon immer klar und deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Der Anlassbezug ist für uns entscheidend für die Ladenöffnung an Sonntagen, und der Anlassbezug ist der Garant für den Schutz des Sonntags, meine Damen und Herren. Und deswegen war für uns in der gesamten Debatte auch die entscheidende Frage, bleibt der Anlassbezug im Gesetz erhalten oder fliegt er raus? Und wir nehmen zur Kenntnis, erfreut zur Kenntnis, dass dieser Entwurf dann auch den Anlassbezug weiterhin zum Inhalt haben wird. Und ich muss auch gestehen, Hermann, bleib mal ganz ruhig. Ja, ist da alles gut. Hermann, alles gut. Bleib ganz entspannt. Alles gut. Alles gut. Ich gebe auch zu, es gab vielfältige Versuche, es aufzuweichen, auch in diesem Haus, von außen, von anderen Stellen. Und man ist dem standhaft geblieben. Ich meine, an die Koalitionsfraktionen gerichtet, da hat sicherlich auch die Frage eine Rolle gespielt, dass Sie sich sicherlich nicht mit den Kirchen und den Gewerkschaften anlegen wollten. Das ist auch gut so, das hätten wir an der Stelle auch gar nicht mitgemacht. Meine Damen und Herren, ich halte also fest, Ad 1, der Anlassbezug bleibt erhalten. Ein Grund für uns, wie ich es im Ausschuss auch schon angekündigt habe, dass die SPD-Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen wird. Ein weiterer Punkt, der es in der Vergangenheit immer umgetrieben hat, war die Frage der Rechtssicherheit oder besser gesagt der Rechtsunsicherheit. Und wir alle wissen, es hat vielfältige Klageverfahren gegeben mit allem Weh und Ach. Wir haben das alle verfolgt. Auch unserer Fraktion war das immer ein Dorn im Auge. Und die Landesregierung versucht nunmehr, mit einigen Passagen mehr Rechtssicherheit in das Verfahren reinzubringen, zum einen, indem sie die Freigabeentscheidung durch Allgemeinverfügung regeln will, und zum anderen, dass sie durch öffentliche Bekanntgabe der Freigabeentscheidung 3 Monate vor dem Ereignis dem zuvorkommen will. Als dritten Punkt übrigens, auch das haben wir in der Vergangenheit immer eingefordert, dass mehr Überwachung und eine klare Zuständigkeit geregelt werden muss. Auch das findet sich im Gesetz wieder. Es wird jedenfalls erkennbar, dass das neue Gesetz zum einen den Sonntagsschutz weiter wahren will und dass sie mehr Rechtssicherheit schaffen wollen. Und das haben ja übrigens auch die Gewerkschaften und auch die Allianz für den Sonntag im Grundsatz auch anerkannt. So hat es die Anhörung ergeben, und dazu gibt es auch Papiere. Meine Damen und Herren, es wird sich am Ende zeigen, ob dies gelingen wird oder nicht. Das werden wir sehen. Und ich sage an dieser Stelle auch heute sehr deutlich, wenn wir als SPD-Fraktion dem Gesetzentwurf zustimmen, dann ist das für uns ein nicht unerheblicher Vertrauensvorschuss, meine Damen und Herren. Und wir werden dann weitersehen. Ich will jetzt nicht den alten Spruch von Vertrauen ist gut und Kontrolle ist besser hier bemühen. Den kann man auch falsch verstehen. Da gab es welche, die haben das falsch verstanden. Aber ich will an einer Stelle auch sehr deutlich sagen, Herr Boddenberg, wir werden die Entwicklung wachsam im Auge behalten. Und übrigens auch die Frage des Wegfalls der Besuchersturmprognose, die Sie ja jetzt mit einem Änderungsantrag eingebracht haben. Wir werden sehen, ob die Allianz recht hat damit, wenn sie sagt, es gibt mehr Klageverfahren. Wir wissen es an der Stelle nicht. Es mag sein, dass wir am Ende des Jahres dann zu der gemeinsamen Übereinkunft kommen, dass es tatsächlich dazu geführt hat. Aber für uns heißt im Auge behalten nicht, dass wir ab und zu mal hinschauen, sondern ich will an der Stelle auch schon sehr deutlich für meine Fraktion sagen, dass wir den Verlauf des Jahres 2020 genau beobachten werden. Und ich denke, am Ende des Jahres oder zu Beginn des darauffolgenden Jahres dann auch parlamentarisch sehr genau hinterfragen werden, wie das neue Gesetz denn gewirkt hat. Und wenn wir merken, dass es sich nicht bewährt hat, können Sie auch heute schon davon ausgehen, dass wir mit einer entsprechenden Gesetzesinitiative versuchen werden, dort eine Besserung herbeizuführen. Ich will
Ich will an der Stelle noch zwei Bemerkungen machen zu den vorliegenden Änderungsanträgen. Die FDP hat einen Änderungsantrag eingebracht. Ich will gar nicht mehr im Einzelnen darauf eingehen, weil es der erneute Versuch ist, an der Stelle den Anlassbezug durch das sogenannte öffentliche Interesse zu ersetzen. Das ist untauglich. Sie begründen. Wir haben mehrere Beispiele. Wir haben das ja rauf und runter diskutiert, auch in anderen Bereichen und in anderen Diskussionen. Und ich verweise auf die Beispiele und Erfahrungen aus Nordrhein-Westfalen. Und zur Begründung ziehen Sie erneut das Bundesverfassungsgericht an. Aber auch hier haben Sie wieder genau die Passage unterdrückt, in der das Verfassungsgericht klar und deutlich den Anlassbezug herausstellt, meine Damen und Herren. Aus diesem Grund können wir dem Antrag hier leider nicht zustimmen. Der wird heute nicht abgeschickt in den Ausschuss rein. Aber ich will das schon einmal ankündigen, wie sich meine Fraktion dazu verhalten wird. Zum linken Antrag. Sie schieben uns heute einen Änderungsantrag nach, in dem Sie neben Sonntagsöffnung nebenbei auch noch die wöchentliche Öffnungszeit neu regeln wollen. Herr Kollege Schaus, wir haben beide gemeinsam im letzten Ausschuss zurechtgerügt, dass kurz vor Ladenschluss uns sozusagen in der Ausschusssitzung ein Änderungsantrag von Regierungsfraktionen vor den Latz geknallt worden ist. Immer zuhören. Und jetzt haben wir das Gleiche, aber auch von der Seite. Ich will das auch begründen, Kollege Schaus. Ich will das auch begründen, in aller Sachlichkeit. In aller Sachlichkeit. Ja? Weil Sie wollen nebenbei auch die Beschäftigungszeiten der Beschäftigten auch an Samstagen regeln, nicht nur die wöchentlichen Öffnungszeiten. Und das ist natürlich auch in erster Linie ein Wunsch der Gewerkschaften. Und ich sage an dieser Stelle auch sehr deutlich fürs Protokoll, wir können das nachvollziehen. Wir können das nachvollziehen, weil das die Sorge ist um eine weitere Entgrenzung von Arbeitszeit. Das können wir nachvollziehen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, ich sage jetzt an der Stelle aber auch noch einmal deutlich, das Thema ist hier viel zu schwergewichtig, als dass wir das hier einmal im Galopp en passant übers Knie brechen können und nebenbei mitregeln. Ich glaube, so können wir nicht vorgehen. Denn ich will auch einmal daran erinnern, dass genau die Frage in den ganzen Debatten, die wir hier geführt haben über das Ladenöffnungsgesetz, bisher eigentlich kaum eine Rolle gespielt hat, weil nämlich immer im Mittelpunkt der Debatte die Ladenöffnung an Sonntagen gestanden hat. Und das hat auch die Anhörung festgestellt. Die Gewerkschaften waren übrigens die Einzigen, die in ihrer schriftlichen Anhörung, der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen hat das auch hier dann in Wortbeiträgen noch einmal dargelegt. Aber ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, das können wir nicht im Galopp jetzt nebenbei mitregeln, weil das bedarf einer intensiven, gesonderten Debatte. Und der wollen wir uns ganz bestimmt als SPD-Fraktion hier an der Stelle nicht verschließen. Aber wir brauchen das an einer anderen Stelle. Und dazu brauchen wir zum Beispiel auch eine völlig gesonderte Anhörung, in der alle Beteiligten und Betroffenen hier an der Stelle noch einmal zu Wort kommen. Und ich sage zum Schluss, eine passende Gelegenheit dazu wäre zum Beispiel, wenn wir uns spätestens in einem Jahr, vielleicht auch schon früher, mit der aktuellen Auswirkung des Gesetzes hier befassen werden. Ich glaube, das wäre dann auch der richtige Zeitpunkt, um das Thema aufzugreifen, was zugegeben gegebenermaßen sicherlich ein wichtiges Thema ist, dem wir uns widmen müssen. Und aus dem Grunde werden wir uns bei Ihrem Änderungsantrag, Kolleginnen und Kollegen der LINKEN, an der Stelle enthalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Decker. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir geändert haben, dass im Plenarsaal keine Fotos mehr gemacht werden dürfen. Ich bitte, das auch zu beachten. Als nächstes hat sich der Abg. Hofmann von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Bitte schön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Dr. Naas, auch das Bier des Pfarrers am Sonntag hat immer einen Anlassbezug. Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes wird man die Möglichkeiten einer erleichternden Antragstellung gewährleisten. Ziel des Gesetzentwurfs ist ja nicht per se mehr als die vier verkaufsoffenen Sonntage zuzulassen, sondern die Antragstellung zu vereinfachen und die Planungssicherheit für die Kommunen im größtmöglichen Sinne zuzulassen.
Durch eine veränderte Struktur der Vorschrift werden die Voraussetzungen zur Ladenöffnung klarer gefasst. Aus einer Regel wird eine Regelvermutung. Und das vereinfacht das Verfahren für alle Antragstellerinnen. Zudem kommt ja noch die 3-Monats-Frist hinzu, die eine gewisse Planungssicherheit für die Kommunen und für die Veranstalter gewährleistet. Eines muss man aber ganz klar sagen. Einen Anlassbezug wird es auch in Zukunft geben müssen. Es wird auch weiterhin einen sehr guten Grund geben müssen, wenn man den sonntäglichen Schutz infrage stellen will. Die alleinige Nennung und der Bezug auf eines öffentlichen Interesses, so wie es die FDP gerne hätte in ihrem Antrag, würde definitiv nicht zu einer Verbesserung der Rechtssicherheit führen. In Sachsen ist das öffentliche Interesse im dortigen Ladenöffnungsgesetz verankert, und ebenso erfolgreich wurde dort gegen verkaufsoffene Sonntage entschieden. Auch in anderen liberaleren Gesetzgebungen der Länder wurden schon erfolgreich Sonntagsöffnungen beklagt und verhindert. Kreuztal, Hagen, Remscheid, Lüdenscheid, Kursfeld, Düsseldorf, Paderborn, Bad Münstereifel, Euskirchen, der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin werden gemerkt haben, alles in Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen wird dort im Ladenöffnungsgesetz auch vom öffentlichen Interesse gesprochen. Und in all diesen Städten wurden schon Anträge auf Sonntagsöffnungen versagt. So. Es bleibt weiterhin so, dass ein gewichtiger Sachgrund zwingend erforderlich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Thema ganz klar gesagt, bei einem öffentlichen Interesse ist ein solches Gewicht zu verlangen, dass es die Ausnahme von der Arbeitsruhe rechtfertigt. Dazu genügt das alleinige Umsatz- und Erwerbsinteresse auf Seiten der Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche Shoppinginteresse auf der Kundenseite nicht. Demnach muss es auch einen Anlass geben, und deshalb bleiben wir bei diesem Anlassbezug. Alle Gerichtsentscheidungen in Hessen 2019, in denen eine Sonntagsöffnung gekippt wurde, gingen auf eine Nichtbeachtung der höchstrichterlichen Rechtsprechungsgrundsätze zurück. Fehlender Anlass, fehlende oder nicht nachvollziehbare Besucherprognose, fehlender räumlicher Bezug. Mit diesem neuen Gesetzentwurf wollen wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten ein hohes Maß an Rechtssicherheit erlangen. Aber wir sagen auch, die größte Rechtssicherheit genießt zuallererst der verfassungsmäßige Schutz des Sonntages. Es muss uns bewusst sein, dass das Aufbrechen des verfassungsmäßigen Schutzes und das Weglassen eines Anlassbezuges den Sonntag zu einem beliebigen Tag in der Woche degradieren würde. Und wenn die FDP das will, dann braucht sie eine Verfassungsänderung. Das ist aber hier das falsche Plenum hierfür. Und ich bin gespannt, wie die FDP im Bund eine Zweidrittelmehrheit für ein solches Vorhaben zustande bekommen will. Wenn ich mir den Antrag der LINKEN anschaue, der führt mich zurück in die 80er. 80er, Sie erinnern sich, komische Frisuren, ziemlich breite Schulterpolster und ein Ladenschlussgesetz, das uns die Türen zumacht, wenn wir einkaufen wollen. Ja, ja, genau. Kommen wir noch einmal zu den Argumenten für Sonntagsöffnungen. Kommen wir noch einmal dazu. Zu den Argumenten für den Sonntag. Ja, der stationäre Einzelhandel hat Probleme. Aber diese Probleme, meine Damen und Herren, die löst man eben nicht durch weitere Sonntagsöffnungen. Die Probleme liegen an den Tagen Montag bis Samstag vor jedem Sonntag. Das Problem ist das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden, die immer öfter im Netz einkaufen, auf welchen Gründen auch immer. Die Online-Umsätze steigen permanent. Zwischen 2014 und 2018 haben sich die Umsätze des Onlinehandels um 52% nach oben entwickelt. Die Preisschlachten von Black Friday bis Cyber Monday können die kleinen Unternehmen auch nicht mitmachen. Das ist ruinös. Aber jetzt fragen Sie sich mal selber, wann haben Sie das letzte Mal ein Einzelhandelsgeschäft gekauft und wie oft kaufen Sie im Netz? Und spätestens hier sollten sich alle Anwesenden, die den stationären Einzelhandel retten wollen, mal an die eigene Nase fassen. Kauft regional, wenn ihr Leben in der Stadt haben wollt. Und kauft regional, wenn ihr den stationären Einzelhandel stützen wollt. So.
zum Argument, die meisten Konsumenten, Herr Dr. Naas, würden sonntags online shoppen gehen, weil sie da am meisten Zeit täten. Dem kann ich sagen, stimmt nicht. Die meisten Online-Käufe werden samstags erledigt, und zwar doppelt so häufig wie sonntags. Können Sie fragen den Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland. Eine gelungene Kombination unterschiedlichster Einzelhandelsgeschäfte ist durchaus ein Garant für eine lebendige Innenstadt, aber nicht das einzigste Kriterium. Es sind die Plätze der Begegnung, Sitzgelegenheiten, Grünflächen, gastronomische und kulturelle Angebote, autofreie Zonen. Und das macht eine Stadt zu einer lebenswerten Stadt, völlig unabhängig davon, ob die Geschäfte nun geöffnet sind oder nicht. Stadtmarketing ist eben weit mehr als eine hüpfwogende Bratwurstbude an bis zu 4 verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr. Es ist die Optimierung der Aufenthaltsqualität und der Lebensqualität innerhalb einer Stadt. Und dafür gibt es sicherlich Fördermittel. Ich nenne Ab in die Mitte, Inge Plus und so weiter, die dafür sorgen, dass die Aufenthaltsqualität der städtischen Quartiere steigt. Und das sind Programme, die funktionieren. Kann ich Ihnen bestätigen. Ein Mehr an verkaufsoffenen Sonntagen wird den kränkelnden städtischen stationären Einzelhandel alleine nicht retten. Eine Beibehaltung der sonntäglichen Arbeitsruhe aber dient der Erholung der im Einzelhandel Beschäftigten und fördert die Entschleunigung an zumindest einem Tag in der Woche. Das gilt übrigens auch für die kleinen Unternehmen, in denen der Besitzer und die Besitzerin noch selbst hinter der Theke stehen. Die brauchen nämlich auch einmal einen Tag Ruhe. Das müsste auch im Interesse der Unternehmerverbände und der Handelsverbände sein. Ich komme noch einmal zu dem Änderungsantrag der CDU und GRÜNEN zurück und zum Gesetzentwurf. Schlussendlich nützen die mit unserem Änderungsantrag verbundenen Verbesserungen der Planungssicherheit natürlich den Gewerbetreibenden, den verkaufsoffenen Sonntag bleibt möglich und können bei korrekter Planung, die wir vereinfacht haben, auch sicher problemlos durchgeführt werden. Wenn ich jetzt zusammenfasse, die FDP, für die ist es zu wenig, und für DIE LINKE ist das zu viel, dann sind wir genau in der Mitte, und da sind wir richtig. Danke.